Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Trainsmore 3 hier bei Endplay mit mir, dem Florian, aka dem Zingis. Wir sind heute unterwegs auf der neuen Strecke Koblenz-Mainz und fahren hier mit der 103 einen Eurocity 28 von Wien nach Hamburg. Ja, wir fahren natürlich nur das Stück Mainz-Koblenz, was jetzt neu erschienen ist für Trainsmore 3. Wir haben das Ganze hier schon mal als Preview bekommen und das schauen wir uns an. Und ich würde sagen, die Kombination Baureihe 103, also ein Star der Schiene mit der linken Rheinstrecke, das klingt gut. So, ich würde sagen, wir bereiten mal unseren Zug vor. Wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Und wir gehen jetzt erstmal zum Führerstand 2, weil hier haben wir den 1er. Und im Zweier, da müssen wir jetzt nochmal ein paar Einstellungen vornehmen. Aber bevor es losgeht hier, bevor wir mal reingehen, nochmal kurz ein paar Worte zu den Wagen oder generell zu der Strecke. Weil das Ganze siedelt sich an Ende der 90er Jahre, also vor den 2000ern. Dementsprechend wilde Lackierungen sind hier unterwegs, ne? Und die Baureihe 103 noch im Plandienst. Also spannende Zeit auf jeden Fall. Naja, und wir fahren auf jeden Fall mit diesem Stück Bahngeschichte. Also echt eine tolle Lok meiner Meinung nach. 6 Achsen, 200 km/h. Wunderschöne Farbgebung hier mit diesem Beige und dem Rot. Also in dieser TEE Transeuropa Express Lackierung. Herrlich. Ich freue mich. Okay. So, dann Führerstand 2 einmal kurz aufmachen. Hier müssen wir nämlich zwangsläufig einmal ganz kurz rein. Weil hier befinden sich die Schalter für den Sicherheitsfahrschalter. Für die punktuelle Zugbeeinflussung und die Linienzugbeeinflussung. Letztere brauchen wir eigentlich auf der Strecke nicht, weil wir sind weder so schnell unterwegs, dass wir das brauchen, noch ist hier LZB verbaut. Aber die Lok hat es auf jeden Fall, weil, naja, ab 160 ist das halt zwangsläufig notwendig. Okay, so, jetzt würde ich mal sagen, gehen wir rüber in den Führerstand 1. Eigentlich könnten wir theoretisch hier durchgehen, aber leider ist hier irgendwie eine unsichtbare Wand. Deswegen müssen wir leider außen rausgehen und an der Lok vorbei. Aber das macht insofern nichts, weil wir dann nochmal ganz kurz diese wunderschöne Nachmittagssonne hier genießen können. Und meine Güte, was ist hier los? Die Baureihe 10 mit diesem wunderschönen grün-weißen N-Wagen. Boah, das ist auch ein gewagtes Grün. Naja, wir sehen auf jeden Fall, wir sind noch in längst vergangener Zeit unterwegs. Okay, so, jetzt geht's nach vorne zu unserem Arbeitsplatz, auf dem wir uns jetzt die nächste Stunde aufhalten werden. Einmal kurz hochkraxeln. Ich weiß echt nicht, warum hier diese unsichtbare Wand ist. Weil das ist tatsächlich alles modelliert, finde ich auch sehr, sehr schön. Aber vielleicht wird das ja auch noch, ja, weggepatcht. Okay, so, dann richten wir uns mal hier häuslich ein. Signal- und Instrumentenbeleuchtung geht an, Fahrplanleuchte kann angehen, Fahrtrichtungswender geht rein, nach vorne. Wir können direkt an dieser Stelle schon mal die Türen freigeben. Bremse entsperren, können wir kurz schauen. Bremst sie, macht sie, was sie soll. Perfekt, tut sie. Okay, dann haben wir hier noch die Instrumenten- und Fahrplanbeleuchtung, die können wir noch einschalten. Die Führerraumheizung können wir einschalten. Hier ist die Signalleuchte an, beziehungsweise alle drei, also das A, das Zugspitzensignal ist vollständig. Zugschlussleuchten sind aus. Gut, können wir jetzt theoretisch auch nochmal außen testen. Aber wir übernehmen den Zug ja, der ist ja schon bis von Wien bis hierhin gefahren. Also wird da wahrscheinlich nichts kaputt sein. So, Türen können wir jetzt verriegeln. Dann können wir schon mal die Bremsen lösen. Jetzt sehen wir hier auch, wie der Bremszylinder langsam auf 0 bar geht. Das warten wir nochmal ab. Und dann geht's raus aus dem Bahnhof Mainz. So, da hinten fährt der Kollege wieder los mit der Baureihe 103, wenn ich das richtig gesehen habe, genau. Und jetzt kann es auch schon losgehen, dann lauschen wir mal bei der Ausfahrt hier mit 60 km/h, wie sich das Ganze so anhört. So, vorsichtig Leistung aufschalten. Wir haben einen, ja, doch recht langen Zug. 13 Wagen, 703 Tonnen. Dementsprechend, trotz echt
großzügiger Leistung mit irgendwas über 7000 Kilowatt müssen wir natürlich ein bisschen Geduld haben. So, jetzt springen die Fahrmotorenlüfter an. Jetzt wird's richtig laut hier in der Kiste. Aber das gehört dazu. Jetzt gehen die Lüfter interessanterweise wieder aus. Ah, hier haben wir übrigens noch den Leuchtmelderprüfer. Das haben wir jetzt nicht gemacht, aber der ist leider sowieso kaputt. Der Leuchtmelderprüfer Schalter oder Leuchtmelderprüfschalter ist kaputt. Das ist natürlich fatal. Machen wir die Lüfter an hier. So. Ja, hier sehen wir es. Wir sind auf jeden Fall in der Vergangenheit unterwegs. Solche Bilder mit diesen Wagen und diesen Lokomotiven sieht man heute natürlich eher selten und wenn, dann im Museum. Und das kann ich jedem übrigens ans Herz legen. Beispielsweise in Nürnberg, da steht im Eisenbahnmuseum noch eine Baureihe 103, die man da besichtigen kann. Mein erster Berührungspunkt mit der Baureihe 103 war übrigens auf diesem Siemens-Prüfring in Wilderath, heißt das glaube ich da, die Ecke in NRW. Da stand am Tag der offenen Tür tatsächlich eine Baureihe 103, auch in dieser Lackierung, also ganz klassisch. Und da konnte man sogar auf dem Führerstand drauf und das war echt schön. Also das war so schön, ich habe sogar irgendwie gemeint, der Lokomotive quasi ein High Five auf den Puffer zu geben. Ich habe es natürlich komplett bereut, weil die sind natürlich gut gefettet. Also ich hatte danach eine schöne schwarze klebrige Hand, aber gut, das war es wert. Ich kann jetzt sagen, okay, ich habe in meinem Leben schon mal einer Baureihe 103, also einem Star der Schiene, einen High Five gegeben. Ich muss sagen, ich würde es nie wieder machen. Aber gut, man lernt auch dazu. So, theoretisch dürfen wir schon 100 fahren. Ich schalte relativ zaghaft Leistung gerade auf, aber wir wollen das alte Schätzchen ja nicht überlasten. Wobei, ja, wir sind ja hier im Regelbetrieb unterwegs. Eigentlich wurden die, glaube ich, auch nicht wie mit Samthandschuhen behandelt, sondern eher gib ihm. Aber ich will natürlich hier nicht eine überlastungsbedingte Abschaltung verursachen, deswegen sind wir mal ein bisschen vorsichtiger unterwegs. So, jetzt zieht gerade ein bisschen Nebel auf. Ich hoffe, das Wetter hält sich einigermaßen, weil wir fahren ja die linke Rheinstrecke entlang. Eine sehr schöne Strecke, bin ich schon oft in der Realität auch mitgefahren als Fahrgast. Kann ich jedem wärmstens empfehlen, linke Rheinstrecke, wenn man Zeit hat, immer mitnehmen und dann einfach ins Bordbistro reinsetzen, das Leben genießen, gerade auch mal so zu frühen Morgenstunden einfach sich einen Kaffee und ein Croissant holen, das Leben quasi einfach mal auch genießen, nicht nur von A nach B kommen wollen, sondern das dazwischen auch schätzen. Ich kann es euch nur empfehlen. Naja, wie auch immer, ich bin auf jeden Fall da manchmal echt als Genießer unterwegs. Aber auch nicht unbedingt immer. Der eine oder andere wird es kennen, wenn die Hochgeschwindigkeitsstrecke gesperrt ist und man umgeleitet wird. Das ist nicht unbedingt schön, weil eigentlich hat man natürlich dann meistens doch eher das Verlangen, schnell von A nach B zu kommen. Und wenn man dann das erwartet und ausgebremst wird, weil man auf die linke Rheinstrecke ausweichen muss. Naja, muss man auch mit klarkommen. Ja, jetzt zieht hier wieder Nebel auf. Also das ist das dynamische Wetter. Das ist Fluch und Segen zugleich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es wunderschön, weil jede Fahrt ist ein bisschen anders. Aber wo jetzt dieser Nebel auf einmal herkommt. Naja, der wird schon wieder aufklaren, hoffe ich. Aber jetzt erstmal sehen wir den Rhein sowieso noch nicht. Der kommt nämlich erst später. Jetzt erstmal haben wir noch ein Stück, wo wir hier richtig auch Stoff geben können. ...160 maximal.
So, hier wieder ein Kollege. Wunderschön. Und wenn wir dann 140 km/h erreicht haben, dann haben wir übrigens hier eine Funktion. Und zwar die Umschaltung ab 140 km/h. Das ist quasi unser Turbo-Knopf. Mit dem können wir nochmal etwas mehr Leistung entfachen. Das ist halt extra dafür da, um mit dieser Lokomotive besser höhere Geschwindigkeiten zu erreichen. Und das ist scheinbar eine Leistungsentfaltung, die bei geringer Geschwindigkeit oder aus dem Stand gerade einfach nicht sinnvoll ist. Und dementsprechend kann man diese Umschaltung auch nur dann ab 140 vornehmen. Zumal, das muss ich jetzt sagen, weiß ich nicht, was da von der Ansteuerung noch alles im Hintergrund passiert. Weil nach meinem Wissen nach muss da auch der Fahrschalter auf 0 sein. Also dann muss man da was umschalten. Also denke ich, dass da im Hintergrund noch ganz viel passiert mit der Elektronik, dass man dann eben diese Mehrleistung bekommt. Aber da bin ich jetzt nicht so ganz im Bilde. Das sei gesagt, weil ich das unter den letzten Videos zur Zugsimulation gesehen habe. Lang ist es her, ich weiß. Ich war leider ein bisschen verhindert, war mit Dingen beschäftigt. Ich bitte um Verzeihung. aber ich freue mich gerade wieder Zug zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber unter den letzten Videos zur Zugsimulation hatte ich das Gefühl, dass ein paar Leute, ein paar Berufsbahner, also mich berichtigen wollten. Das ist auch super gut, dass ihr das macht. Oder generell, wenn ihr da was besser wisst als ich, schreibt's gerne rein. Also ich freue mich da wirklich. Aber es wird so ein bisschen moniert, dass ich ja manchmal Sachen sage, die dann vielleicht doch nicht so 100% stimmen oder nicht so in die Tiefe gehen und ein bisschen zu oberflächlich sind. Da muss ich sagen, ja, okay, das kann manchmal passieren. Also gut, ich habe ja auch gedacht, ja, der Anspruch sollte schon sein, dass es einigermaßen stimmt, was ich hier sage. Aber es ist natürlich nicht auf Ausbildungsniveau. Das möchte ich nur nochmal hervorheben. Korrigiert mich da gerne. Ich möchte das auch einfach nochmal loswerden, weil nicht, dass er jetzt, ne? Also wie gesagt, nimmt das alles nicht zu ernst, sage ich mal. Es ist ein Hobby, es macht Spaß, ich habe ein bisschen Wissen angesammelt, aber es kann natürlich sehr gut sein, dass es manchmal dann relativ an der Oberfläche ist, weil so tief wie ein Berufsbahner kommt man halt auch da schwer nur rein, wenn man berufstechnisch in anderen Gefilden sich bewegt zum Beispiel. Das muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Und da ist die Bahn übrigens ein schönes Beispiel, weil einige Dinge lernt man jetzt hier zum Beispiel in der Zugsimulation und denkt sich, boah, super, klasse, ne? Jetzt kann ich Zug fahren. Gleiches bei der Flugsimulation. Aber da kommt noch so viel mehr. Also ich sag nur immer wieder, es hat einen Grund, warum diese Berufe Ausbildungsberufe sind, wo man wirklich, ja, was lernen muss. Wo man wirklich da teils Jahre sitzt und sich damit auseinandersetzen muss. Ich meine, selbst Berufseisenbahner lernen auch immer wieder neue Situationen dazu und es ändert sich die ganze Zeit was, etc., etc. So, hier übrigens Kilometer 17,4. Das heißt, wir sind jetzt gerade durch Heldesheim durchgerauscht. Im Nebel. Aber ich bin ganz zuversichtlich, wenn wir jetzt Nebel haben, dass der Nebel sich wieder lichten wird und die Sonne wieder ein bisschen rauskriecht. So, den Turbo-Knopf, den brauchen wir jetzt gar nicht, weil die Geschwindigkeit hält die Lok jetzt gerade ganz gut. Und sollten wir das Bedürfnis haben, hier doch mal ein bisschen zügiger auf 160 zu kommen. Huch! Dynamisch war das jetzt nicht, liebes Trains in World Programm. Ja, genau. Aber egal, unser Wunsch wurde gehört, der Nebel ist wieder weg. Aber wir sehen immer noch keinen blauen Himmel. Das stört mich ein wenig. So, jetzt geht's runter auf 150. So, können wir kurz mit der dynamischen Bremse ein bisschen
mit Bremsen und dann sind wir genau hier bei 150. Perfekt. Wunderbar, das klappt ja wie am Schnürchen hier. Okay, jetzt gleich sollten wir auch zum Rhein kommen tatsächlich. Und dann beginnt nämlich der schöne Teil, weil entlang vom Rhein zu fahren ist natürlich echt was richtig Schickes. Hier übrigens jetzt Ingelheim. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Und falls ihr euch fragt, ob ich streckenkundig bin, nö, ganz und gar nicht. Ich habe nur hier meinen guten Buchfahrplan, ohne Gewährleistung natürlich, von Wikipedia. Weil Wikipedia stellt tatsächlich zu etwaigen Kursbuchstrecken Kilometerangaben zur Verfügung und entsprechende Städte bzw. Bahnhöfe und auch Überleitstellen und Brücken und Tunnel zur Verfügung, also Angaben dazu. Das heißt, man sieht, wo man sich gerade befindet und kann sich somit ein bisschen orientieren, was ja doch eigentlich recht schön und spannend ist. Finde ich zumindest immer wieder interessant. So. Schauen wir kurz hier. Jetzt geht's wieder runter auf 150. Wir haben schon 140 drauf. Das heißt, wir können einfach mal ganz entspannt rollen lassen. Rauschen jetzt hier durch den Bahnhof Gau-Algesheim. Hier sieht man auch, in den 90er Jahren gab es schon Graffiti. Also auch damals wurde schon beschmiert. Es sieht manchmal schön aus, aber ich kenne durchaus Locations, wo das total legal ist oder zumindest geduldet wird und auch wirklich nichts zerstört. Also bei Zügen ist ja immer ein bisschen schwierig, ne? Da finde ich es schön, aber sonst ist es halt leider einfach eine Beschädigung. So, jetzt dürfen wir da auf 160 hochklettern. Bis jetzt hier keine Überlastung der Fahrmotoren, das finde ich sehr, sehr schön. Übrigens, die Baureihe 103 ist ja echt eigentlich zukunftsweisend, weil wir haben ja einmal eine LZB mit am Start. Aber wir haben hier zum Beispiel auch eine automatische Fahr- und Bremssteuerung. Jetzt muss ich allerdings gestehen, ich muss gleich mal ausprobieren, vielleicht funktioniert es ja jetzt besser. Aber ich habe das Ganze schon mal getestet und ich bin nicht drauf gekommen, wie das funktioniert. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier ein bisschen Geschwindigkeit reinkriegen in die Kiste. Aber dann zeige ich gleich mal die verschiedenen Funktionen. Das ist ganz interessant, weil wir haben ja auch eine Notsteuerung. Und die funktioniert tatsächlich auch. So, jetzt geht's durch Bingen-Gaulsheim. Mit Streckengeschwindigkeit. Streckenhöchstgeschwindigkeit. Wunderbar. Donnern wir hier entlang. So, und da haben wir ihn zu unserer Rechten, den Rhein. Wunderschön. Ja, jetzt muss nur noch die Sonne rauskommen, dann haben wir tatsächlich eine goldene Stunde. Hui, das ist knapp. So. Oh, jetzt geht's hier runter auf 100.
und weiter runter auf 90. Gut, jetzt sind wir noch ein bisschen drüber. So. Na, das war doch gar nicht mal so schlecht. Wobei ich jetzt natürlich hier wieder sagen muss, also auch hier gibt es natürlich wahrscheinlich feste Vorgehensweise, wie man in welcher Stärke hier die dynamische Bremse nutzt und das Führerbremsventil. Ich weiß leider tatsächlich nicht, warum die Bäume weiter hinten hier jetzt so einen weißen, ja, die sehen so ein bisschen vereist aus, finde ich. Das kann ich mir gerade absolut nicht erklären. Ich habe hier tatsächlich auch keine Modifikationen vorgenommen. Also man kann ja tatsächlich über verschiedene Codes beziehungsweise, ja, Zeilen, die man in gewisse Dateien einfügt, an der Grafik noch ein bisschen was ändern. Also beispielsweise das Ganze ein bisschen dunkler machen oder die dunklen Werte hervorheben. Nebel kann man auch bearbeiten und so weiter und so fort. Das ist jetzt hier nicht vorgenommen. Also das sind die regulären Grafikeinstellungen auf Maximum. Ich verstehe gerade nicht, warum das so komisch lädt, sage ich mal. Aber gut. So. Ja, man sieht hier Rheinstrecke. Also, ich finde, das hat schon was. Ich hoffe jetzt gerade irgendwie, dass die Sonne nochmal sich blicken lässt, weil das wäre natürlich umso schöner. Aber da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen Geduld haben. Jetzt gerade sieht es eher so bewölkt aus. Da hat halt das dynamische Wetter zugeschlagen. Aber jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, also den Zug finde ich klasse. Wenn man jetzt noch den Rheingold-Express so drin hätte. Herrlich. Und dann noch mit diesem wunderschönen Aussichtswagen. Ja, generell zum Rheintal muss man sagen, das ist ja brutal idyllisch. Also wirklich schön mit den Burgen auch. Sehen wir wahrscheinlich auch jetzt noch mal ein paar unterwegs. Echt schön. Aber auch laut. Man muss sich überlegen, man hat teilweise die linke und die rechte Rheinstrecke. Man hat die Schifffahrt. Man hat den Straßenverkehr. Also das heißt, ja, viele Geräuschquellen und von oben schallen auch die Flugzeuge manchmal noch komisch rein. Also das hatte ich mal, wo ich mal da im Rheintal irgendwo einen Kaffee getrunken habe. Also leise war es nicht, aber schön. Muss man nur im Hinterkopf behalten, wenn man jetzt überlegt, ach, Rheintal wohnen ist bestimmt ganz schnuggelig. Ist es zum Beispiel hier in Trechtlingshausen, aber mit der Lautstärke, das muss man im Hinterkopf behalten. Ja, hier genau, da hat man so eine Burg gesehen. Weil geschichtlich gesehen auch eine spannende Route. Bin ich absolut nicht drin, aber wenn man sich überlegt, wie viele Burgen da sind, teilweise dann auch in der Mitte vom Rhein oder so, das ist schon echt spannend und interessant. Ja, und dann mit der Bahn, die sich hier entlang schlängelt. Immer wieder schön.
Ich muss tatsächlich sagen, also in letzter Zeit war ich relativ viel mit dem Zug unterwegs. Unter anderem tatsächlich auch das erste Mal auf dem Brocken. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, meine Güte, das wäre doch mal was. Brockenbahn, beziehungsweise ruhig auch die ganze Harzer Schmalspurbahn mit allem, was dazugehört. Also Selketalbahn und Harz-Querbahn und halt Brockenbahn. Wenn es dieses Netz hier im Simulator gäbe. Ah, oh, das wäre doch schön. Das wäre doch mal was. Aber gut, naja, da war ich auf jeden Fall unterwegs und ansonsten auch tatsächlich ein bisschen ins europäische Ausland. Tschechien, alles mit dem Zug. Und ich kann nur sagen, ich finde es wunderbar. Also, es hat auch alles geklappt. Also, es ist bis auf einen Stromausfall in Prag irgendwie, wo halt nichts ging. Aber sonst bin ich echt ein Fan vom Reisen und vor allem nicht nur vom Reisen, um von A nach B zu kommen, sondern Urlaubsreisen zum Beispiel oder generell die Zeit schön im Zug zu verbringen. Es ist herrlich. Und manchmal hat man dann auch noch so gutes Personal an Bord. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, so das Zugpersonal hat auch einen riesen Einfluss auf die Reise. Also ich hatte zum Beispiel einmal, wo ich morgens, ne, schöner Kaffee, im Bordbistro saß. Und da waren welche von der Bahn und haben sich unterhalten und es war herrlich. Es war wirklich, wirklich herrlich. Und es hat einfach Spaß gemacht. Es war eine super Stimmung. Auch wenn natürlich nicht immer alles gut geht bei der Bahn. Aber das Personal trägt wirklich dazu bei, dass es manchmal noch ein bisschen schöner ist. Und da bin ich echt jedem dankbar dafür, der auch morgens einfach gut drauf ist da und einen freundlich empfängt und ein glücklich lächelnd den Kaffee hinstellt. Und ich weiß, dass das nicht immer geht. Es ist auch nur ein Job, blöd gesagt, ne? Und da kann man manchmal auch schlechte Laune haben. So, ja, hier zu unserer Rechten auch die schönen Schrebergärten und sowas, die man auch sieht am Rhein. Allerdings weiß ich nicht, so ein Häuschen am Rhein ist, glaube ich, auch mit ein bisschen Risiko verbunden. Wenn er dann doch mal ein bisschen höher steht, dann, naja, steht man halt im Wasser. Hier links auch so schöne alte Häuser. Mit Fachwerk noch. Herrlich. Boah, aber Brockenbahn. Brockenbahn, ruhig auch nur die Brockenbahn. Wobei, das ist jetzt nicht so viel Kilometer. Also Brockenbahn und vielleicht irgendwie noch ein bisschen mehr dazu von der Harz-Querbahn oder sonst was. Aber das wäre schon schön. So, Bacharach durchfahren wir jetzt gerade. Hier auch wahnsinnig mitten durch den Ort durch. Aber gut, im Tal ist halt kein Platz, ne? Also da kann man jetzt nicht irgendwie um den Ort rumfahren. Was übrigens auch richtig schön ist, wo ich positiv überrascht war, weil ich es einfach nicht auf dem Schirm hatte, das Elbtal. Kann ich auch wärmstens empfehlen, da mal mit dem Zug lang zu fahren. Irgendwie mit einem Eurocity oder so. Berlin, Prag zum Beispiel. Die fahren dann auch durchs Elbtal durch. Es ist herrlich. Es ist wirklich herrlich. Also ich war positiv überrascht. Ja, und die Strecke, also gerade die Streckenführung, ist einfach klasse. Also wie man sich hier entlang schlängelt. Ich finde es schön. Stunde ist man unterwegs, 92 Kilometer sind es insgesamt. Und mit dem Regionalzug kann man hier natürlich auch lang fahren, dann ist man ein bisschen länger unterwegs. Es ist natürlich in dem Sinne jetzt keine groß anspruchsvolle Strecke, sage ich mal. Also man hat hier wenig Steigung drin. Aber dieses sich entlang schlängeln hier im Tal finde ich wunderbar. Ich hoffe, dass jetzt nochmal die Sonne rausschaut hier. Es ist einfach eine schöne Lok.
ich finde, diese Lok, die drückt auch so ein bisschen so dieses, ja, diese Zeit aus. So, es geht schon vorwärts so irgendwie, es ist schon alles schneller und besser, aber es ist halt noch nicht dieses schnelle, effiziente, was es jetzt ist. So, da, also ist vielleicht auch ein falsches Denken, weiß ich nicht, vielleicht hat man das auch, so alt bin ich halt dann auch noch nicht, dass ich jetzt das so damals, das Reisen so kenne. Aber man hat das halt irgendwie so gemütlicher, so komfortabler irgendwie im Kopf, ne? Was natürlich teilweise totaler Quatsch ist. Also weil, bis auf der IC4 mit den neuen Sitzen, generell die neue Sitze, es ist schon komfortabler. Also es ist leiser, es ist klimatisiert. Generell der Fahrkomfort, wie sich das Fahrzeug auf der Schiene bewegt zum Beispiel. Da hat sich, oh, Person im Gleis. Eieieiei. Sowas ist natürlich immer ein bisschen doof. Und sieht man natürlich auch eher ungern. Also, dass Personen im Gleis hier sind, ist in der Realität natürlich noch schlimmer, aber auch in der Simulation finde ich das immer schade. So, jetzt habe ich mich so in Rage geredet, jetzt habe ich hier viel zu stark gebremst. Aber gut. Ja, Personen im Gleis. Mag ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, also in der Realität natürlich noch weniger, aber hier denke ich so, es ist doch, es muss doch vermeidbar sein. Naja, gut. Okay, also das wird hoffentlich dann noch rausgenommen, dass die Personen natürlich da nicht im Gleis sind. Aber es sind immer so kleine Sachen, die einen so ein bisschen das Erlebnis Zugsimulation manchmal kaputt machen können. Es sind halt manchmal auch so diese kleinen Sachen. Aber gut. So, vom Schreck wieder erholt. Aber ich fand das jetzt gerade interessant, weil man sieht, man kann eigentlich echt wenig machen. Also in der Realität natürlich gruselig. Ich meine, hier wissen wir, es passiert nichts. Aber man ist einfach ziemlich machtlos. Und wir waren jetzt gar nicht groß schnell unterwegs oder so. Aber trotzdem, selbst da jetzt den Anker zu schmeißen, also zu bremsen, keine Chance. Absolut keine Chance. Gerade bei so einer kurvigen Strecke zum Beispiel, man sieht halt nicht so weit. Und ich glaube auch als Lokführer darf man sich gar nicht ausmalen, was sein könnte, wenn, vielleicht, eventuell. Weil ich glaube, da passieren so oft Situationen, wo man sich denkt, oh, das wird knapp. Eieiei. So, jetzt geht's auch hier kurz durch den Tunnel. Der Kammerecktunnel, 289 Meter lang, das Ganze. Oh, schaut das schön aus. Und gleich gefolgt vom Belttunnel. So, gehen wir wieder rein. Sind das eigentlich wirklich auch in der Realität Klappfenster? Ich kann mir das kaum vorstellen. Na gut, aber auf der anderen Seite, das ist hier so gekrümmt und ja, vielleicht passt da echt kein Schiebefenster hin. Interessant. Und nach unten hätte man es, wobei, ist das wirklich... Ah, das interessiert mich. Ist es in der Realität auch wirklich so gebogen?
Das ist halt kein Vergleich zu diesen Kasten-E-Loks, die es da teilweise auch zu dieser Zeit noch gab. Beziehungsweise Ende der 90er eher nicht mehr, aber naja. Wenn man sich zum Beispiel so eine Baureihe 155 anschaut. So. Jetzt geht's nochmal durch den Banktunnel. Der ist mit 367 Metern auch dann schon relativ lang. Das ist übrigens schön, dass es hier wirklich dunkel ist. Das finde ich sehr, sehr gut. Jetzt geht's durch St. Goar durch. Oder? 125,4? Genau, St. Goar. Auch hier wieder mit schönen Kirchtürmchen etc. etc. alles mit dabei und wir rauschen hier mitten durch die Stadt quasi, durch das Städtchen durch. Naja, aber hier ist die Bahn wahrscheinlich mit den Siedlungen oder die Siedlung mit der Bahn gewachsen, weil heute sowas zu bauen wäre natürlich unvorstellbar. Also gerade, oh, die Schranken waren nicht zu. Oh, oh, oh. Das muss gemeldet werden. Tatsache. Das ist natürlich grob fahrlässig hier, ne? Heieieiei. Also jetzt haben wir doch alles. Personen im Gleis. Nicht gesicherter Bahnübergang. Was kommt als nächstes? Baum? Na. Aber da könnte man eigentlich ein gutes Szenario, sowas zum Beispiel könnte man ja eigentlich nur mit einbauen. Das wäre doch schön, wenn man hier noch ein Szenario hätte, wo man beispielsweise defekte Bahnübergänge hätte. Irgendwie sowas. Das wäre doch klasse. So, jetzt gleich geht's durch den Ort Werlau. Und dann ist es auch gar nicht mal so weit bis nach Koblenz. Weil Koblenz ist bei Kilometer 91,2. Genau, hier sieht man sie übrigens, so diese kleinen Inseln dann auf dem Rhein. Schön. Ja, so die linke Rheinstrecke mit so einem langen Güterzug entlang zu fahren, macht bestimmt auch Spaß. Und dann könnte man ja so ein Szenario basteln, wo dann vor einem der RE ist, der dann immer wieder hält und dann muss man sich überlegen, ob man dann entweder ein bisschen langsamer fährt oder immer wieder bremsen muss. Ja, das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Also, was heißt schade? Es gibt einige Szenarien, 4 Szenarien mit der Baureihe 103. Eine, da fährt man nicht die ganze Route und man fährt als Regionalexpress. Oder, ja, sowas ähnliches. Bei den anderen zweien ist man unterwegs im tiefsten Winter. Und dann gibt es noch ein Szenario, wo man die Baureihe 110 fährt und dann die Baureihe 103 irgendwann übernimmt. Aber da fährt man auch nicht die ganze Strecke. Also wenn man nicht im Winter fahren möchte, aber die ganze Strecke, da muss man halt eine Fahrplanfahrt fahren. Aber davon gibt es einige über den ganzen Tag verteilt. Also da findet man auf jeden Fall was.
Aber ich finde, bei den Szenarien, da könnte es ruhig nochmal so ein bisschen, ich sag mal, Pep geben. So. Ja, das Spurkranzquietschen ist hier übrigens omnipräsent. Bei diesen kurvigen Strecken hier. Ah, ist eine wunderschöne Soundkulisse. Gehen die Anzeigen hier nicht? Doch, die gehen, okay. Ampere, Volt. Volt, Kilovolt? Achso, 15 kV, genau klar, die liegen an. Volt mal 100. Ja, genau. Also hier müsste man natürlich dann wissen, was die Lok kann, was sie verträgt. Die Oberstromgrenzen etc. etc. Weil da gibt es natürlich, ähnlich wie beim Auto, wo man auch dann irgendwann weiß oder vielleicht auch von den Herstellerangaben weiß, wo da das der optimale Drehzahlbereich ist. Ja, ähnlich ist es ja auch bei Lokomotiven, wo man dann irgendwie weiß, ja, keine Ahnung, in der Fahrstufe, bei der Geschwindigkeit, da lübt der Lachs am besten. Aber dadurch, dass ich diese Lok natürlich jetzt noch nicht so oft gefahren bin, kann ich das natürlich jetzt schlecht einschätzen. Aber gut, es gibt immerhin Systeme, die mich hier vor einer Überlastung schützen und dann reinspringen. Wenn ich mir überlege, bei Dampfloks oder noch älteren Lokomotiven kann man ja echt richtig viel kaputt machen. Dann war es das mit der schönen Fahrt. So, da sehe ich was Gelbes. Was ist es? 120. Okay, schneller sind wir gerade sowieso nicht unterwegs. Das ist schon ein langer Zug. Unser guter Heiden, der Josef Heiden. Schöner, guter Komponist. Was sind denn so Lieder von dem Josef Heiden? Ich habe mal irgendwas von ihm auf dem Klavier gespielt. Aber ich entsinne mich nicht mehr, wie dieses Lied hieß. So. So, was sind jetzt hier noch die nächsten Halte, die wir jetzt noch vor uns haben, beziehungsweise die nächsten Bahnhöfe, durch die wir durchrauschen. Wir fahren noch durch Boppard, durch Spey, durch Renz, Königsbach und dann sind wir schon in Koblenz. Also es geht jetzt hier ratzfatz, Schlag auf Schlag. So, es steht auch wieder eine Baureihe 110, beziehungsweise zweimal die Baureihe 110. Also da finde ich wirklich, da kann auch gerne noch ein bisschen mehr rein. Oh! Boah, wenn wir jetzt langsam fahren, dann haben wir ja eine Parallelfahrt, oder? Oder bremst der wieder? Och Mann, der bremst. Oh. Wir sollten weniger Hans Kuck in die Luft spielen. Weil hier sind nur 100. So.
Oh, was ist jetzt los? Stau. Stau auf der linken Rheinstrecke. Ja, okay, der Regionalexpress, wie nennt sich das denn damals? Was ist denn das dann? Wie heißt denn die Zuggattung dann? Das war doch kein Regionalexpress, oder? Hieß das damals auch schon Regionalexpress, Regionalbahn? Egal, auf jeden Fall der Regionalzug, der will wahrscheinlich auf unser Gleis. Der wird sich wahrscheinlich hinter uns dann einreihen. Aber Problem ist, auf dem anderen Gleis stand ja auch noch einer. Naja, wird der Fahrdienstleiter schon irgendwie lösen. So, hier auch wunderschön mit dem Weinanbau. Ganz edle Tropfen. Ah, der Bahnübergang war ein bisschen wild. Muss ich mal kurz anmerken. Ah, ein bisschen gefährlich aus, fand ich. Weil irgendwie war das zwischen den Gleisen gerade, aber wir hatten ja einen Gleisbogen. Ach, wir können mal ganz kurz die Steuerung durchspielen. Fällt mir gerade ein, das wollte ich auch noch machen. Es gibt nicht hier die Möglichkeit, automatisch einzustellen. Meines Wissens nach müsste das jetzt quasi vergleichbar mit der AFB sein. Funktioniert's? Es funktioniert, glaube ich, sogar. Zumindest ist jetzt gerade Leistung aufgeschaltet und wir sind bei 140. Aber irgendwie kommt mir das sehr wenig Leistung vor, oder? Keine 5 Kilonewton. Ja gut, das ist irgendwie nicht so zielführend. Aber was es tatsächlich auch noch gibt, was ich sehr faszinierend finde, wenn wir hier in die andere Richtung gehen, dann können wir tatsächlich über diesen Schalter... Na, komm schon. Na, jetzt mag er mich nicht. Hier gibt's genau. Halten, auslaufen, aus. So, jetzt warten wir mal ganz kurz. Lassen wir das ein bisschen auf aus. Und jetzt aufschalten. Ne, Hauptschalter ist drin. Das will ich jetzt noch hinkriegen. Naja, auf jeden Fall, eigentlich kann man hier rüber über diese Hilfssteuerung. Können wir mal kurz gucken. Nee, mag er jetzt leider nicht. Ha. Da müssen wir jetzt mal kurz gucken jetzt. Ah, jetzt. Genau, jetzt funktioniert's. Jetzt funktioniert's. Jetzt können wir nämlich diese riesige Lokomotive nur über diesen einen Schalter hier steuern. Das finde ich schon echt faszinierend. Also das ist auch so eine Redundanz, die hier geschaffen worden ist, weil wenn das
ja, wenn der Hauptleistungsregler quasi ausfällt, kann man einfach über diesen kleinen Steuer diese große Lok fahren. Also das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und jetzt funktioniert es auch, genau. Gut, jetzt geben wir vielleicht sogar ein bisschen zu viel Schub hier gerade, aber gut. Das ist schon faszinierend. Das ist ja eigentlich schon so gesehen wahnsinnig, weil das meiste ist ja hier tatsächlich noch relativ basic, so von der Elektrotechnik her. Ja, ist ja auch vieles noch mechanisch, also wenn man sich anschaut, wie da drunter, unter so einem Leistungswahlrad, sage ich mal, das aussieht, wie das verdrahtet ist, das ist schon echt noch komplex. Jetzt gehe ich aber mal wieder in den anderen Modus über. Wir können auch natürlich nochmal dieses Automatische probieren. Na? Eigentlich sollte die tatsächlich eine... Ja, wobei, ich glaube, nicht alle Lokomotiven der Baureihe 103 waren mit einer AFB ausgestattet. Zumindest nicht eine, die sich so bedienen lässt. Aber es war auf jeden Fall mit die erste Lokomotive, die das generell hatte. So, jetzt probieren wir es nochmal. Wobei, eigentlich... muss man, glaube ich, warten, dass dieses Klack-Klack hinten nochmal kommt, also dass der nochmal irgendwas umschaltet. Ich weiß da allerdings echt nicht, was der da genau dann noch im Hintergrund macht. Genau, weil jetzt lässt er mich zum Beispiel auch keine Leistung mehr aufschalten. Also müssen wir mal kurz, glaube ich, abwarten. Jetzt, genau, jetzt hat er's. Jetzt gehen wir auf automatisch. Und jetzt loggen wir mal die 140 ein. Die wir ja immer noch fahren dürfen. Aber da macht er interessanterweise nichts, oder? Man muss hier tatsächlich noch ein bisschen länger warten, bis der umschaltet. Ha! Also, liebe... E103 bzw. E03 Fans und Liebhaber, wie macht man das? Jetzt warten wir noch, bis das Klock-Klock kommt. Solange genießen wir noch die letzten paar Kilometer hier am Rhein. Meine Fahrtrichtungsschalter auf 0, das bringt jetzt wahrscheinlich auch nichts. Das ist eher kontraproduktiv. Na, der mag einfach nicht. Der mag einfach nicht. Aber ich finde es irgendwie beachtlich, wie lange die Kiste rollt. Also sehr, sehr gute Rolleigenschaften, unser Zug. Ich glaube, wir müssen wieder zurückgehen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Leistung. So, und jetzt gleich sind wir auch schon in Koblenz angekommen. Ja, das war jetzt spannend. Also, klar, das war jetzt eher so Learning by Doing.
Aber echt spannend, was die Lok so kann. Und vor allen Dingen, wie das umgesetzt ist. Weil die Lok ist wirklich, wie gesagt, auf der einen Seite wahnsinnig wegweisend, aber man merkt noch, dass sie echt noch einen Tacken älter ist, ne? So, perfekt. Hier haben wir so einen lustigen kleinen Hebel, mit dem wir die Bremsen lösen können. Das ist echt süß. So. Halt erwarten. Das heißt, wir rollen jetzt ganz langsam in den Hauptbahnhof von Koblenz ein. Den ich mir übrigens schon mal ein bisschen angeschaut habe. Und da ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen, die mich ein bisschen stört. Da habe ich sogar extra ein Bild rausgesucht mal. Aber ich denke, wenn ich es zeige, wird es dem einen oder anderen wahrscheinlich direkt auffallen. Ich glaube, wir fahren nicht direkt vorbei, aber fast. Hier ist auch wieder mächtig was los. Und jetzt, genau, jetzt geht's darum. Hier, dieses Gleis. Neben Gleis 105, dieses Stumpfgleis. Da müssen wir ganz schnell hinfliegen. Hier ist nämlich ein PZB-Magnet. Aber kein Signal. Aber hier muss doch eins stehen. Ja, ich glaube, das steht im Haus. Aber gut. Das muss da schleunigst raus, würde ich mal sagen. Oh, 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 oh. Ja, das war jetzt eine komische Siefer-Zwangsbremsung, aber warum? Oh, das ist jetzt ärgerlich. Jetzt stehen wir natürlich noch hier total komisch blöd drin. So. Huch, der Kollege darf schon fahren? Ja, okay, wir stehen ja nicht hinten raus. So, jetzt mal ganz schnell da hinten hinrollen. So, jetzt haben wir eine 500-Hertz-Überwachung. Das heißt, wir dürfen nicht... Oh Gott, schleudern. Wir dürfen nicht schneller als 25 km/h fahren. Wobei, na, wir kommen ja nicht aus dem Stand raus. So... Wir müssen auch vermutlich, ja, wir müssen bis zum HP0 vorfahren. Boah, der ist ganz schön lang, der Zug. Wahnsinn. Passt der überhaupt dahin? Der passt nicht an den Bahnsteig, oder? Ja, vorsichtig vortasten, vorsichtig vortasten. Und jetzt müssen wir zwangsläufig... So. Schauen wir uns das nochmal an hier. Ja gut, aber viel weiter können wir doch gar nicht vor. Interessant. Linke Rheinstrecke. Mainz.
Koblenz. Ja, wunderbar. In dieser Ausstattung sind die übrigens auch als München-Nürnberg-Express gefahren und sind jetzt als UVEX unterwegs. Genau solche Sitze sind da drin. Also der Wendling-Ulm-Express. Da müssen wir doch nochmal ganz kurz rein. Also das können wir uns da jetzt nicht entgehen lassen. So, einmal kurz rein in die Kiste. Genau so. Ah, ist das klasse. Weil so kenne ich die Wagen nämlich auch vom München-Nürnberg-Express. Beziehungsweise jetzt eben halt vom Ulm-Wendlingen-Express. Genau diese Sitze. Gut, andere Farbe, aber trotzdem. Ah, das ist schön. Das freut mich gerade, um ehrlich zu sein. Klasse. Ja, und dieses Geräusch. Ja, genau. Okay, super. Ja, dann würde ich sagen, schließe ich mal die Luke. Hier übrigens der DB-Keks noch richtig aus dem Vollen gefräst. Oder wurde er sogar gegossen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Mordstrümmer. So, Türen werden geschlossen. Und somit ist die Fahrt beendet. Wunderschön. Ich fand es tatsächlich echt interessant und schön. Ein paar Sachen, wo ich so denke, da könnte man gerne mal ein bisschen nachlegen. Und warum man immer noch nicht durch die Lok gehen kann, weiß ich nicht. Aber sonst, schöne Strecke. Eure Meinung auch gerne rein in die Kommentare. Ja, und dann würde ich sagen, bis dahin, allzeit gute Fahrt. Tschüss, euer Florian.